hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Jetzt live folgen, Yugi. Ja, nur wenn die gut sind. Also waren die letzten nicht gut. Ja, die mit der Polizei, die war ganz lustig, da war ein bisschen Action, aber die Delivery-Dinger da, ich weiß nicht so. Ja, dann musst du das langweilig rausschneiden, so wie ich das mache. Na, und Dark Dreams Don't Die habe ich auch noch gemacht. Ja, egal, jetzt lass die Aufnahme starten und der Sebi fängt an. Sebi, bist du bereit? Ich hab schon gestartet. Ohne anzählen. Seit wann machen wir sowas, Sebi? Ja, ich wollte nur eure Diskussion aufnehmen. Also, die Aufnahme startet in 3, 2, 1. Hallöchen Leute, herzlich willkommen und dabei. Nochmal, ich hatte die Aufnahme nicht gestartet. Also, die Aufnahme startet in 3, 2, 1. Ich muss wissen. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nummer 3. Und dabei ist der gute Saxi und ist noch der Mikey dabei und niemand mehr. Nur irgendwelche besoffene Jugi. Der Yugi. Besoffen. Besoffen, ja. Und pervers. Oh ja, ich habe gestern Rainbow Six gezockt, da war ich ein bisschen betrunken. Davon will ich nicht wissen, aber ja gut. So, egal, jedenfalls hallo und wir wollen in dieser Aufnahme einen Helikopter kaufen. Ja, du willst nicht, ich will nicht, ich hab nicht so viel, ich bin nicht so reich wie du. Und damit ein bisschen rumfliegen. Ah, der Spielplatz, den hatte ich im Blick jetzt gerade. Ich benutze. Aha, der Yugi Spahn hat kleinen Kindern hinterher, der kleine Pedo. Mhm, der Pedo. Ich bin der Pedo-Bär. Pedophilo. Man hat hier echt eine schöne Sicht. Ah, da sind Leute, okay. Ne, da sind noch kaputte Autos. Ich spanne mal hier voraus. Spanner voraus. Oh Mann, ist das hier wackelig. So Leute, wir dürfen nicht mal so viel reden. Wenn wir nicht reden, dann fällt mir das leichter zu schneiden. Was zu schneiden? Ja, die Videos zu schneiden. Wenn wir nicht reden? Ja. Wegen dem Quatsche. Ja. Und der alte Unfall. Du kannst nicht fahren überhaupt. Der kann überhaupt nicht fahren. Das wissen wir aber alle, dass er nicht fahren kann. Warum an diesem Unfall war ich nicht schuld? Die Treppe hat mich gerammt. Nein, meine Mutter kann auch sowas sagen. Ach so, ja. Und übrigens hier, der Mike möchte sich gerne einen Helikopter kaufen, den wir gleich benutzen und glaube ich auch sterben werden. Ja. Weil der ist lange nicht geflogen. Lange nicht mehr geflogen. Ich weiß, wie man startet, aber nicht wie man landet. Ich habe speziellen Namen für den Helikopternamen. Ich habe speziellen Namen für den Helikopter. 5 Sekunden Helikopter. Ja, mal sehen. Ich glaube nicht, dass wir die 5 Sekunden erreichen. Ich gebe ihm 10. So wie er Auto fährt, fliegt er auch. Der Yugi ist immer so großzügig. Was heißt so großzügig? Was ja, beim Hamlet hat er mir 5000 mehr gegeben. Ja. Ey, guck mal, hier sind Striche auf der Straße, die sind neu. Striche? Du Stricher. Ja, warte, die muss ich mir mal genauer begutachten. Ach. Wir sind ja am Strich, oder was? Oh, schöne Striche. Warte. Der hat sie dann immer alle. Komm jetzt rein hier. Komm jetzt. Da haut er ab. Tschüss, Mike. Der schießt, jetzt nicht wieder schießen hier. Du triffst wieder einen von uns und sind wir tot. Komm, holen wieder. Ist gut. Das hört sich immer an wie so eine Knallpistole, so ein Knallfrosch. Kann ich schießen. Okay, ich komme, ganz ruhig. Ich hab da gerade nicht abgeschossen. So, stehen bleiben. Dies ist kein Überfall. So.
Wenn jemand fragt, ich war's nicht. Ja, der, ist gut. Der ist über den Nagel gefahren. Kann es sein, dass du Platten hast? Ja, kein Auto fahren kann er. So Leute, wir sehen uns hier drüben. Wackelt ein bisschen. So. Wo gehst du hin, Sammy? Falsche Richtung. Oh, Helikopter. Ja, fliegt nur vorbei. Die wissen, dass wir ein paar Lappen sind. Durch die Schwachköpfe da hinten an. Kein Auto fahren können, immer nur die Reifen kaputt machen. Und ich stehe extra hier und der schießt trotzdem auf die Reifen. Das ist Bestand Fluchtgefahr. Komm. Der Helikopter kommt zurück. Soll er doch. Guck mal, hier steht ein Auto im Gebüsch. Willst du den wieder knacken und klauen? Ich glaube, der landet hier. Absichtliche dabei, aber ja, ist abgeschlossen. Kauf dir mal einen Helikopter jetzt. Oh, das ist die Polizei. Ach so. Hallo, Herr Officer. Hallo, Herr Polizei. Achtung, Achtung. Hier spricht die Polizei. Dies ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte fahren Sie rechts an. Hallo. Bleiben Sie im Fahrzeug sitzen und bewahren Sie Ruhe. Achtung, Achtung. Hey, du. Hier spricht die Polizei. Du. Dies fahr ist eine allgemeine ran. Verkehrskontrolle. Bitte fahr fahren Sie rechts ran. An. Bleiben Sie im Fahrzeug sitzen und bewahren Sie Ruhe. Achtung, Achtung, genau. Hier spricht die Polizei. Dies ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte fahren Sie rechts ran. Bleiben Sie im Fahrzeug sitzen und bewahren Sie eine allgemeine Verkehrskontrolle. Hier spricht die Polizei. Dies ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bitte fahren Sie rechts ran. Bleiben Sie im Fahrzeug sitzen und bewahren Sie Ruhe. Direkt die Waffe raus. Rechts ranfahren. Los. Rechts ranfahren. Rechts ran. Hallo. So. Die haben da einen kaputten Reifen. Das sieht ja katastrophal aus hier. Ja. Steigen Sie mal bitte aus. Der Herr da hinten, der kann nicht Auto fahren. Und ich glaube, der hat auch gar keinen Führerschein. Müssen Sie mal überprüfen. Müssen Sie mir bitte auch helfen. Dankeschön. Hat mir wehgetan beim Aufsteigen. Das ist eine allgemeine Personenfahrzeugkontrolle. Sind Sie damit einverstanden? Von mir aus, aber das gehörte Auto gehört nicht mehr. Hat er geklaut. Das ist doof, ne? Ja, das ist doof, ne? Sag doch nicht, dass du gestohlen hast. Genau! Wenn ich sage Bescheid, dann bin ich schuldig diesmal. Der Auto gehört dir. Du bist dabei gefahren! Der Inhaber ist der Tom Mikey LP. Wer ist denn der? Der ist hier, hallo! Der alte Sack da. Sie dürfen mich auch Herr von Bert nennen, aber er ist gefahren. Das ist korrekt. Er hat mein Auto kaputt gemacht. Du hast auf mich geschossen, ich habe keine Waffe. Ich habe doch nicht geschossen, ich habe doch nur ein Fernglas. Ihr am Arsch. Wie mache ich das? Ausweis bitte. Wie? Den Mausradmuskel anspannen! Also, bitte. Der Sachs Max. Okay, dürfte ich Sie einmal festnehmen, um illegalen Sachen zu suchen? Ich mit Ihnen! Ja! Von mir aus, ich würde alles machen, was Sie wünschen. Auch mich umziehen. Hallo! Ausziehen, meine ich. So, sagen Sie, wenn es zu fest ist. Moment! Ich setz mich ins Auto. Hat noch Ihr Kollege. Moment. Okay. Hey, Sie haben noch meinen Ausweis. Da Sie einen Führerschein haben, werde ich Sie mal kurz freilassen. Hallo? Dann legen Sie mal bitte Ihren Rucksack auf den Boden. Warten Sie einmal bitte. Der Kollege, haben Sie das verstanden? Was? Nochmal bitte wiederholen. Okay. Ich bin frei. Können Sie mal bitte kurz Ihren Rucksack auf den Boden legen, damit ich Sie kontrollieren kann? Wie mache ich denn Rucksack auf den Boden? Leute? Ja. Jo, ganz ruhig. Passen Sie auf, da was anders.
Kann ich sie kurz festnehmen? Ach, kann man nicht auf Ziel gefunden. Ja, okay. Ja, ruhig. Wie mach ich das? Herr Sachsbox, hören Sie noch. Ja, ich höre gut. Ziemlich, hoffe ich. Würden Sie kurz Ihren Rucksack auf den Boden legen, damit ich ihn kontrollieren kann? Ja, ich versuche es, wie ich kann. Weil ich weiß nicht, wie soll ich machen? Nimm den Rucksack und zieh ihn nach links. Aber ich weiß nicht, wo soll ich rausmachen? Also, hat er ja schon? Das ist ihm leichter fallen. Okay. Ich weiß nicht, wo ist diese scheiß Taste? Welche Taste? Zu den Roxen und die so weiter. Hab ich vergessen. I. Drück mal I. LOL. Bei mir ist gar nichts. Oh, scheiße, meine Tastatur. Alles verstellt oder was? Ja, wahrscheinlich. Ah, scheiße. So ein Moment. Ist so scheiße. Okay, machen wir so. I. Nein. Oh, ich hasse es. Nein, Gang will ich nicht. Information, Regal, Schlüssel, Telefon. Nein, Einstellungen. Fick dich. Mann! Ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Würden Sie jetzt bitte den Rucksack auf den Boden legen? Ja, was soll ich? Oh ja, jetzt, das war G. Wo ist Rucksack? Ne? Herr Sachsbox. Ja, da hab ich. Vielen Dank. Endlich! Bei mir war G. Was schickst du mir jetzt? Okay, können Sie wieder aufheben. Sehen Sie das? Sehen Sie, dass ich da eine Hand halte? Oh, eine Waffe, wo kommt die? Danke. Bitte. Herr Sansfuck, okay, Sie können dann wieder weiter. Sansfuck, dürfte ich Sie vielleicht auch einmal kontrollieren? Das weiß ich ganz genau. Sie dürfen. Ich hatte keinen. Dürfte ich Sie vielleicht einmal erleben? So, was machen wir jetzt? Und was macht der? Ich weiß, was mache ich? Ich weiß, was. Das dürfen Sie, machen Sie mal. Erzählt der Opa da drüben wieder. Weißt du, was ich wollte machen? Das sind immer die alten Menschen, die haben immer so viel zu erzählen. Ich wollte versuchen, den Polizei-Helikopter zu klauen. Aber das ist abgeschlossen. Scheiße, ja, stimmt. So doof sind die nicht. Ja. Oder doch? Dankeschön. Mensch, Opa, du sollst doch nicht immer dein ganzes Kriegszeug mit dir rumschleppen. Lass du die Granaten mal zu Hause. Ich hab das nicht abgeschlossen. Dann hau ab. Los. Soll ich? Ja, mach. Geh. Du bist auf der falschen Seite. Jetzt kommen sie, pass auf. Ja, das kommt aus, geil! Aussteigen! Ich wollte nur schauen, wie sieht der von Arne von Arne. Ja. Kollege, gut. Kollege, wir müssen weiter. Kollege, wir haben einen Satz. Ja, ist gut. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss! Fluch! Ciao! Wir sind halt nett. Nee. Ja. Ja, wenn ich wieder auf die richtige Seite einsteigen, dann konnte er abbauen. Mike, ich höre dich nicht, du bist zu leise. Alter, der Helikopter ist zu laut! Ich schreie! Schiff P! Was? Schiff P! Ja, okay! Die haben meine Waffe weggenommen. Warum? Wow. Opa. Okay,
Heli kaufen, nächster Stopp Rebellen-HQ. Aber warum haben sie jetzt die Waffe weggenommen? Weil die illegal war. Du bist so ein Illegaler, ne? Ja. So, wir brauchen das Auto nicht mehr. Warum habt ihr das repariert? Weil halt mir langweilig war. Jetzt mach dein... Wo ist der Heli? Kauf doch jetzt. Und du haust mich auch noch in die Pfanne. Wer? Ja, Opa, ich hab dir das schon 100 Mal gesagt. Du sollst nicht dein ganzes Kriegszeugs mit dir rumschleppen. Ich das hab immer nur Ärger. Ich hab den gesagt, das ist dein Rucksack. Und du sagst, das ist mein Kriegswerkzeug. Ja, dein Kriegswerkzeug. Dein Folterwerkzeug. Dein. Die ganzen Sachen, die du im Krieg so gemacht hast. Kannst du nicht vergessen, ja, ey. Immerhin habe ich noch ein Magazin den Officer geklaut. Wenn du schon keinen Sex haben kannst, dann quälst du lieber Leute, ne? Ist auch fast wie ja, Sex, ich weiß. Und ich muss mir jetzt neues Kriegsspielzeug kaufen. Opa, weißt du, wenn du alt bist, oder woran du erkennst, wenn du alt bist, oder dass du alt bist? Hm? Nein! So. Wenn die Glocken länger sind als das Seil, Kumpel, zeig mal. Oh. Darauf wurde er erst einmal essen. Yogi, ey. Um alter Sack, da hängt er doch unten raus, ich seh's doch. Da, da, kurze Hose. Guck hier, Sebi. Da unten, da hängt er. Ein die, Seil die Glocken, ist doch lang. Ja. Nee, nee, die Glocken, die hängen da raus. Ich seh sie, guck. Das ist guck. Mein Seil. Ah, da. Nee, das ist nicht dein Seil. Das sind die Glocken. Rechts, links, da hängen sie doch raus. Oh. Armer Sack. Ja, ich bin halt auch schon über 90. Ja, ich verstehe ich auch, dass du lieber Krieg spielst, anstatt zu vögeln. Ja. Wie wäre denn beide zu machen, lieber? So, warte mal. Gibt's hier Hello Kitty? Ach, du Scheiße. Ich sag, der ist pädophil. Mal sehen. Leider kein Hello Kitty. Komm jetzt. Ich kann mir Helikopter leisten. Nein, du fliegst jetzt kein Helikopter. Komm. Oh, Kinders, kommt mal rein hier. Ja, ist klar. Der ruft volle Kanne in den. Was? Ja, Sebi, Mausradmuskel anspannen. So, nächster halt Rebellen-HQ. Ich hab Angst. Und mal du, Yogi? Hast du Angst? Hey, du. Nein, ich hab keine Angst. Aber der steht mit dem rechten Fuß auf seinem rechten Ei. Ach so, deswegen tut das so weh. Ja, deswegen. Oh, jetzt siehst du auch ein komisches Gesicht. Wir machen jetzt erstmal eine Aufnahmepause, okay? Nein, 17 Minuten haben wir erst. Ja, das passt. Auf Wiedersehen, okay. Tschüss. Tschüss.